Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Hotly C und wir sind gerade wieder dabei, eine Familie zu erstellen. Ja, das ist nun die zweite Familie für unseren Familiencontest und diese Familie heißt Familie Rivers. Ja, wir haben in diesem Haushalt zwei Männer und diese Männer sind auch noch miteinander verlobt. Ja, das finde ich wirklich süß, eine tolle Geschichte, die dahinter steckt, aber die werde ich euch gleich erzählen. Ich erzähle euch erst etwas zu Phil, das ist er nämlich, unser guter Phil. Er ist sehr kokett, er ist begeisterungsfähig, er ist ordentlich, Hundefreund und eine Diva. Also ihr seht eine sehr explosive Mischung an Charaktereigenschaften. Ja, und sein Lebenswunsch ist es, den Lifestyle der Reichen und Berühmten zu führen. Dazu muss er das Star-Level 5 erreichen und 100.000 Simoleons in die Haushaltskasse bringen. Da hat er sich ordentlich was vorgenommen, aber wer schön sein will, muss leiden, ne? Ja, schön sieht er auf jeden Fall aus, unser Phil, denn er hat die Lieblingsfarbe Korallenbeere. Das ist so ein lila Ton. Und der passt ja nicht wirklich zu seinem Lieblingsessen, das ist nämlich Ratatouille. Und seine Lieblingsmusik ist Pop. Ja, wir kommen auch gleich zu seinem Partner, das ist der Leon. Wie die beiden sich kennengelernt haben, ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, denn die einzigsten Charaktereigenschaften, die die beiden gemeinsam haben, sind, dass sie Hundefreunde sind. Und dementsprechend hat auch jeder von ihnen einen Hund. Von Phil ist das die Princess und von Leon ist das der Bob. Ja, die Hunde sind genauso unterschiedlich wie ihre Herrchen. Aber das macht die ganze Geschichte ja so vergnüglich. Ja, die beiden sitzen im Park und treffen sich. Der Leon ist nämlich eher so ein flirtfauler Typ und wollte ihn nicht zurecht ansprechen. Aber die Hunde haben das für die beiden dann schon erledigt. Und so haben die beiden auch zueinander gefunden. Ja, ich erwähnte ja schon, dass Leon eher so das Gegenteil von Phil ist. Er ist nämlich flirtfaul, hat Sinn für Humor, ist ein begabter Koch, was man ihm vielleicht auch ein wenig ansieht. Er ist künstlerisch und natürlich ein Hundefreund. Ja, dementsprechend ist auch sein Lebenswunsch, er will Wauzis Weggefährte werden. Dazu muss er sich mit 15 Hunden anfreunden. Mal gucken, ob er das schaffen wird und sein Lebensziel erreicht. Ich bin sehr gespannt. Aber auf dem Weg dorthin habe ich ihn erstmal eine neue Nase verpasst. Ja, von den Gesichtszügen, die ich bei ihm verändert habe, kommen wir auch schon zum Kleidungsstil. Ja, der fällt bei Leon ein bisschen dunkler aus als beim Phil, denn er liebt die Farbe Blau und das sieht man auch in seiner Kleidung. Seine Lieblingsmusik ist Indie und sein Lieblingsessen ist Dim Sum. Ja, von den Sternzeichen passen die beiden auch super zusammen, nämlich der Leon ist von Sternzeichen Skorpion und der Phil von Sternzeichen Steinbock. Also wenn das kein gutes Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber kommen wir doch erstmal zu den beiden Hunden zurück. Denn Princess und Bob sind die beiden Hunde und Princess ist eine Chihuahua-Hündin. Damit also sehr klein und ihr werdet noch sehen, im Gegensatz zu Bob macht das einen riesen Unterschied. Ja, die kleine Princess ist sehr ängstlich, ich glaube das hat mit ihrer Größe zu tun, aber sie ist auch sehr ruhig, das könnte weniger was mit ihrer Größe zu tun haben und ihrer Rasse, denn Chihuahuas sind ja eher ein bisschen laut, wenn sie nicht gerade zurückhaltend sind und darauf ist sie auch ziemlich stolz. Ja, der Bob, der schwimmt gerne. Und er ist ein sehr treuer, freundlicher Gefährte, also denke ich, dass die beiden keine Probleme miteinander haben werden. Ja, gut, dann bin ich sehr gespannt, wie die Familie bei euch ankommt und ja, wie sie natürlich im Familiencontest abschneidet. Ich würde Ihnen erstmal sagen, viel Spaß damit und das Haus kommt dann am Freitag diese Woche. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ne?